Wer spielt gern Sudoku? Wie lange spielst du schon? Mehr als 2 Jahre, 3 Jahre? Dann ist es leider Gottes kein Gehirnjogging mehr. Du fährst dich eher runter mit Sudoku, als dass du dich geistig aktivierst. Weil es angenehm ist, weil wir hier nicht aus der Komfortzone raus müssen. Eine neue Fremdsprache zu lernen, mal die Mathematikbücher der Kinder durchzuarbeiten. Und wenn du jetzt sagst, oh, jetzt geht er aber einen Schritt zu weit, dann ist es genau das, auf das du dich konzentrieren darfst, weil es komplett neue Bereiche deines Gehirns sind, die angeschoben werden und jetzt kommt's, die dich bei deinem Daily Business unterstützen. Das ist eine coole Nummer. Was ist Gehirnjogging? Gehirnjogging ist alles, was neu ist für euer Gehirn. Du nimmst auf einmal andere Bereiche deines Gehirns, die auf einmal dich wacher machen, konzentrierter machen, aufnahmefähiger machen, mental agiler machen. Du wirst auf einmal wesentlich fitter hier oben in der Birne. Wenn du dich geistig aktivieren willst, dann brauchst du etwas Neues, brauchst du eine neue Herausforderung.